Mark Keller steht auch in der kommenden Woche wieder auf dem Parkett, streng beäugt von Let's Dance-Experte Christian Polans. In der Vorwoche wurde der Jive für Mark Keller, 58, zum Kampf gegen sich selbst. Von der Let's Dance-Jury gab es nur 10 Punkte, aber mit Gruppenbattle und Zuschauerstimmen kam der Bergdoktor-Star dann eine Runde weiter. Kommentiert werden die Leistungen der Promi-Profi-Duos in diesem Jahr vom Christian Polans, 45. Für den Let's Dance-Experten kam die Teilnahme von Mark Keller alles andere als überraschend. In seinem Podcast Let's Talk About Dance sprach er mit Christina Henny, 34, über den Schauspieler und Sänger. Ich habe es bei Mark ja schon lange geahnt. Ich habe ihn bei ein paar Veranstaltungen getroffen. Und dann hat er mich schon so oft auf Let's Dance angesprochen, so übermäßig oft. Keller hätte aber gleich abgewiegelt. Ich so, ja ja, Mark, ist gut. Henny stimmte ihm zu, das seien immer die Kandidaten, die meinen, sie sind so subtil. Die uns Profi einfach mal Fragen stellen und du ganz genau weißt. Also entweder, ihr wisst schon, dass ihr mitmacht oder ihr plant mitzumachen. In einer späteren Folge des Podcasts hat Polans dann auch die Taktik von Keller analysiert. Seine Taktik ist wahrscheinlich, die Jury einfach so zuzureden, dass die dann gar nicht mehr so viel Zeit hat, irgendwas zu sagen. Hat auch ganz gut funktioniert. So der Profi. Hat Mark Keller tief gestapelt? Natürlich ist es nicht überraschend, dass Promis ihre Let's Dance-Teilnahme längerfristig planen. Schließlich sind sie im besten Fall über mehrere Wochen durch die RTL-Show gebunden und müssen andere Projekte wie Dreharbeiten aufschieben. Keller konnte sich also auf die neue Herausforderung ausreichend vorbereiten. Glaubt man seiner Selbstvorstellung auf dem Let's Dance Instagram-Account, so wäre es für ihn als Quermotoriker anstrengend. Die Reihenfolge der Schritte, der Abläufe, die Choreografie zu behalten. Vor dem Auftakt lag seine persönliche Messlatte deshalb nicht besonders hoch. Nicht in der ersten Runde herausfliegen und vielleicht die zweite überstehen. In der Realität hat er nicht nur bereits Tanzunterricht gehabt während seines Studiums, sondern tanzt auch regelmäßig mit seinen Söhnen durch TikTok und Instagram. Die Idee zu Los Queleros hatte Joshua, seinen Vater und Bruder musste er erst überzeugen. Mann, Joshua, wir sind doch keine Tänzer. Wir machen uns doch nur zum Affen, schrieb Keller in seinem Buch über Glück, glaube fest daran und es wird zu dir kommen, Riva Verlag München, dazu. Der Erfolg, den die Clips auf Anhieb hatten, hätte sogar die Tanzmuffel Aaron und mich restlos überzeugt.